Hallo Freunde, willkommen zum nächsten Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich mir aus den letzten Videos in den Kommentaren die Fragen rausgesucht, die ich am, ja, ich sag mal, allgemeingültigsten fand, also die meiner Meinung nach den meisten Leuten weiterhelfen könnten. Habe ich jetzt 5 Fragen einfach mal rausgesucht und die beantworte ich heute in dem Video. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch selber eure Frage unten in die Kommentare schreiben. Dann mache ich vielleicht nochmal so ein Video und dann ist eure Frage vielleicht mit dabei. Lauge LP schreibt, kannst du mal zeigen, wie man in der 1.13 eine Willkommensnachricht macht, wenn man die Welt betritt? Wäre echt hilfreich. Und ja, das ist eigentlich auch nicht schwer. Wir brauchen ein Scoreboard Objective, was ich jetzt hier einfach mal Leave genannt habe, vom Typ Minecraft.custom Doppelpunkt Minecraft.leave unterstrich game. Und dann brauchen wir hier eine bestimmte Schaltung. Zuerst removen wir allen, die den Score auf mindestens 1 haben, einen bestimmten Tag. Ich habe den hier einfach mal Rack genannt. Dann führen wir als alle, die nicht diesen Tag haben, eine Tellround-Nachricht aus, also diese Willkommensnachricht, die du gerade wolltest. Aber man kann an dieser Stelle auch jeden beliebigen weiteren Command einfügen, wie dass man zum Spawn teleportiert wird oder was auch immer. Dann fügen wir allen, die diesen Tag nicht haben, den Tag wieder hinzu und resetten anschließend noch den Score. Das können wir uns jetzt einmal anschauen. Gerade so Lukas schreibt, erstens richtig nice, Dankeschön. Zweitens, wie machst du das mit der farbigen Lore? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, unter welchem Video das war, aber an sich ist eine farbige Lore auch gar nicht schwer. Ihr könnt einfach euren GIF-Command nicht direkt in den Chat oder in einen Command-Block schreiben, sondern schreibt den einfach in eine Function. Da erstellen wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal eine Function und dann machen wir hier also einfach einen GIF-Command mit einer Lore. In der 1.13 muss man das noch mit Paragraphenzeichen und Color Codes machen. In der 1.14 ist es dann eben mit JSON getan, da könnt ihr das dann auch in-game machen. Naja, jedenfalls, wir sind gerade noch in der 1.13 und wenn wir hier einfach die Function dann ausführen, dann haben wir das Schwert mit der farbigen Lore. Markcraft schreibt, ich wollte fragen, ob du weißt, wie man macht, dass man im Wasser stirbt, wäre uns sehr behilflich. Ja, das ist auch eigentlich nicht schwer. Er schreibt jetzt hier zwar das für seinen Server, der noch in der 1.12 ist, aber an sich ist das genau dasselbe Prinzip. Und zwar einfach execute sza @s if block und dann halt, wo der Block sein soll, water und dann eben der tp-Command. Das funktioniert auch, allerdings finde ich das einfach ein bisschen unschön, deswegen mache ich da immer noch, wenn der Block 0,75 Blöcke höher ist, wenn man dann sozusagen erst ins Wasser eintaucht, bevor man richtig teleportiert wird, ist meiner Meinung nach schöner, ist aber Ansichtssache, ändert auch nichts an der Funktionalität. Lydialex oder weiß ich leider nicht genau, wie man das ausspricht, schreibt, hey, könntest du mal ein Tutorial machen, wie man zum Beispiel bei deinem Server machen kann, dass über seinem Namen sowas wie Admin oder YouTube erscheint. Und das ist seit der 1.13 mega einfach. Wir fügen einfach ein Team hinzu, das heißt jetzt hier passenderweise einfach mal Admin. Dann können wir dem noch eine Farbe einstellen, das ist halt, wie der Name an sich später aussieht. Das ist eigentlich nicht so wichtig. Jetzt kommt das Interessante, und zwar mit dem Team Modify Command können wir einfach einen Präfix hinzufügen im JSON-Format. Und anschließend müsst ihr natürlich noch dem Team joinen, damit ihr auch das, ja, Präfix habt. Mehr ist das nicht. Und Markcraft schreibt noch, hey, ich bräuchte dringend deine Hilfe. Wie kann man machen, dass man im Game Mode 3 die Optionen nicht öffnen kann? Falls du nicht weißt, was ich meine, du kannst es machen. Also, okay, er meint halt dieses Teleportationsmenü, klar. Ich habe das jetzt hier nur für die 1.13 und es ist auch sehr kompliziert zu erklären, deswegen habe ich das einfach mal in ein Datapack gepackt. Wer will, kann sich aber die Commands anschauen und sich das Datapack generell downloaden, ist in der Beschreibung. Ja, wen es interessiert, wie das funktioniert. Ist jetzt nichts so super Spannendes, aber ist ein bisschen kompliziert, um das jetzt hier einfach mit Worten zu erklären. Ja, das dazu. So, das waren die 5 Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auch eine positive Bewertung da. Abonniert, wenn noch nicht geschehen, und drückt auch auf die Glocke. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.